Jetzt wird's maximal lecker. Mehr geht nicht. Food XXXL. Hier kommen Gerichte, die jeden, wirklich jeden Hunger stellen. Unseren Platz 5 finden wir in Sinalunga, Italien. Hier lebt die größte Rinderrasse der Welt, die Chianina-Rinder. Sie können über 2 Meter groß werden. Dieser Bulle wiegt 1,3 Tonnen. Die Tiere brauchen viel Zeit, um voll auszuwachsen. Das ist kostspielig. Deswegen gibt es nur noch wenige Zuchtbetriebe, die sich das leisten. Zum Familienbetrieb La Fratta gehört auch ein Restaurant mit eigener Metzgerei. Mario verarbeitet hier ausschließlich das Fleisch der Zuchtfarm. Das Fleisch muss lange reifen, bevor wir es verarbeiten können. Es sind Weidetiere, die im Freien leben. Sie sind muskulöser und bewegen sich viel. Aber das macht die Muskeln hart. Also muss das Fleisch für 40 Tage ins Kühlhaus zum Ruhen und reifen. Danach zerschneidet Mario das Fleisch in Riesensteaks. Das Bistecca alla Fiorentina ist mit rund 2 Kilo das größte T-Bone Steak der Welt. Das ist das originale Bistecca alla Fiorentina. Die Ausmaße sind beeindruckend. 22 cm hoch, 8 cm dick und fast 2 Kilo schwer. Kostenpunkt: satte 100 Euro pro Stück. Es zu grillen erfordert echtes Know-how. Restaurantchef Lorenzo zeigt uns jetzt, worauf es dabei ankommt. Ohne Olivenöl geht in der Toskana gar nichts. Das Öl verhindert, dass das Fleisch am Grill kleben bleibt. Jede Seite landet für 5 Minuten über der heißen Glut, bis sich eine goldbraune Kruste bildet. Am Ende müssen die Steaks nochmal 5 Minuten aufrecht auf dem Knochen stehen. So gelangt die Hitze über den Knochen ins Innere der Riesensteaks. Nach 15 Minuten sind die Megasteaks fertig. Etwas Salz und Olivenöl, mehr braucht ein Italiener dazu nicht. Das Bistecca alla Fiorentina ist wirklich ein Steak der Superlative. Das sind die größten Steaks vom größten Rind der Welt. Aber sind sie nur riesig oder schmecken sie auch? Die Italiener genießen das XXXL-Steak innen fast roh. Es durchzubraten wäre hier eine Todsünde. Ich hasse es, das Steak durchzubraten. Das echte Fiorentina wird blutig gegessen. Es ist wirklich eines der besten Steaks, das ich jemals gegessen habe. Und ganz sicher auch das größte. Aber das nächste XXXL-Food bringt noch mehr auf die Waage. Unseren Platz 4 finden wir in unserer Hauptstadt Berlin. Und zwar im Burgerbüro. Auf der Karte steht ein Mega-Burger. Diese drei Freunde wollen ihn probieren. Die Riesen-Burger-Patties dafür kommen von einer regionalen Metzgerei. Wir haben ein ganz spezielles Burgerfleisch entwickelt. Und zwar, deswegen heißt es auch bei uns nicht Hamburger, sondern Burger. Weil wir machen extra Rind- und Schweinefleisch gemischt. Warum? Weil wir wollen es besonders zart und saftig. Ein Kilo Fleisch. Damit das am Ende schmeckt, hat René mit der Metzgerei lange am Rezept getüftelt. Obendrauf kommen 17 Scheiben Käse. So ein Riesenburger ist eine echte Herausforderung. Ja, also ich muss vorher hier natürlich nochmal den sogenannten Druckpunkt, wie bei einem guten Steak, wenn man es grillt, letztendlich testen. Und wenn ich halt noch Widerstand merke, dann ist er noch nicht richtig durch. Ja, hier vorne zum Beispiel, das ist noch ein bisschen weich. Ja, aber hier wird er immer besser. Auch die Burgerbrötchen müssen bei René XXXL sein. Eine Bäckerei in der Umgebung backt sie nach seinem Rezept. So, jetzt geht's los. Ordentlich Burgersoße, ganz, ganz wichtig, unsere hausgemachte. Du siehst jetzt natürlich so, dass ich hier 1 Liter Burgersoße drauf mache. Wie geil ist das denn? Das ist 1-Liter-Flasche. Hier gilt, mehr ist mehr. Ein ganzer Kopf Eisbergsalat, 1/2 Kilo Gewürzgurken, 3 Zwiebeln und 6 bis 8 Tomaten.
Mehr geht nicht zwischen zwei Brötchenhälften. Am Ende bringt der Riesenburger ein stolzes Gewicht auf die Waage. ¡4,614 Kilogramm! Das ist XXL. Nein, das ist XXXL. Der Preis knapp 20 Euro. Eine Beilage gibt's nicht. Der über 4,5 Kilo schwere Burger reicht auch so locker für 3 Personen. Aber ist auch der Geschmack riesig? Ja. Bester Burger aus Berlin. Ich würde jedes Mal hier immer essen kommen und den XXL-Burger essen. Unser Hunger ist aber noch nicht gestillt. Wir wollen was noch Größeres. Food XXXL. Für unseren Platz 3 reisen wir nach Bangkok in Thailand. In einem Einkaufszentrum will der Profi-Wettesser Furious Pete sich heute einer neuen Herausforderung stellen. Denn in der Eisdiele Moe & Moshi gibt es den größten Eisbecher der Welt. Kirati startet mit einem Pfund Erdbeeren, sauber aufgereiht auf 3 Kilogramm Erdbeerparfait. Ich brauche 20 Minuten. Wie viele davon hast du schon gemacht? Über 100. Mehr als 100? Das Ding ist also ziemlich populär. Auf das Erdbeerparfait kommt jetzt Toast. Das Rezept stammt vom Besitzer der Eisdiele. In die Mitte legt Kirati 7 dicke Waffeln. Und jetzt das Eis. 22 Kugeln Eis. Jetzt wird's heftig. Welche Geschmacksrichtung? Ich verwende 14 Aromen. Die Kugeln wiegen zusammen knapp 3 Kilo. Selbst für Profi-Wettesser Furious Pete zu viel. Dafür brauche ich viele Freunde. Fertig. Naja, noch nicht ganz. 1 Kilo weiche Eiscreme aus dem Automaten kommt noch obendrauf. Und die Garnitur. Der Becher muss ja schließlich voll werden. Also 50 Zuckerstangen on top. Jetzt ist es gut. Das Monster-Dessert ist 8 Kilogramm schwer und hat 15.000 Kalorien. Der Name Strawberry Supreme. Das ist ja voll irre. Schaut euch die ganzen Farben an. Jetzt probiere ich mal. Oben ist eine Art Vanillecreme. Ziemlich lecker. Bisher hat es noch niemand geschafft, das alles alleine zu verdrücken. Ich brauche bestimmt 10 Stunden. Nach 4 Kilo Eis mit Waffeln und Früchten ist selbst ein Furious Pete satt. Den Rest will er teilen. Kommt her, probiert mal. Ich brauche eure Hilfe. 80 Euro kostet der 8 Kilogramm Eisbecher. Da geht noch mehr XXXL. Für unseren Platz 2 reisen wir nach Los Angeles in die USA. Bei diesem italienischen Lieferservice bekommt man eine ganz besondere Pizza. Und deswegen gibt's bei der Bestellung auch ganz besondere Fragen. Eine Frage, könnten Sie bitte die Breite Ihrer Tür vermessen? Ist es eine Doppeltür oder ein einfacher Eingang? Das ist wichtig zu wissen, denn Ashot verkauft hier die größte Pizza der Welt. Mit ihren 2 Quadratmetern passt die nicht durch jede Tür. Also Schinken? Schinken, Paprika, in der Mitte die Zehen aus Salami. Hier wird nichts dem Zufall überlassen, denn das Belegen der Riesenpizza müssen Sie gut planen. Auf die Soße kommen ganze 3 Kilogramm Mozzarella und jede Menge Belag. Insgesamt wiegt die XXXL-Pizza rund 23 Kilo. Kein Wunder also, dass zum Tragen 2 Leute ran müssen. Und mit ihren 2 Quadratmetern passt die Pizza nicht mal in den Ofen. Fast die Hälfte wird so nicht mitgebacken. Deswegen drehen die Pizzabäcker sie alle 15 Minuten. Nach 45 Minuten ist sie fertig und kommt in den XXXL-Karton. Das schafft nicht jede Pizza ohne kleine Blessuren. Für die Auslieferung hat Ashot eine extra Dachbox auf sein Auto montiert. Die größte Lieferpizza der Welt passt mit ihren fast 2 Quadratmetern nämlich nicht ins Auto.
Beim Kunden angekommen merken sie, die Pizza ist zu breit für die Tür. Also raus aus dem Karton. Einklappen und hoffen, dass der Belag nicht verrutscht. Die Lieferung der 23-Kilo-Pizza erinnert fast an einen Möbeltransport. Ohne Hilfe geht's nicht. Hey, komm kurz her. Kannst du hier unten mal anpacken? Die Unterseite? Ja, bitte. Los, los, los. Am Ende geht's dann doch noch schief. Die hungrigen Kunden sind aber trotzdem begeistert. Ich habe schon 6 Bier getrunken. Ich habe jetzt voll Bock auf diese Pizza. Ach, das ist fantastisch. Jetzt nur noch schnell schneiden. So schnell wie möglich eben bei der fast 2 Quadratmeter großen Pizza. Der größten Lieferpizza der Welt. Food XXXL. Unser Platz 1 führt uns ins französische Dorf Arro. Denn was die Dorfbewohner hier jedes Jahr auf die Beine stellen, ist wirklich riesig. Noch sieht es hier nach einem ganz normalen Wochenmarkt aus. Aber das Highlight kommt auch erst am nächsten Tag. 4.30 Uhr morgens im Château. Malou beginnt mit den Vorbereitungen für ein ganz besonderes XXXL-Food. Ein Riesentopf voll Eigelb, dann viel Zucker dazu und kiloweise Butter. Malou ist seit 18 Jahren Mitglied in der dorfeigenen Bruderschaft des Baumkuchens. Das diesjährige Exemplar fürs Kuchenfest soll einen Weltrekord aufstellen. Jetzt ist der richtige Moment, den Rum dazu zu geben. Man muss das peu à peu nach Gefühl machen und die 13 Liter Rum gut aufteilen. Das Rezept hat Malou von ihrer Mutter. Auch die war Mitglied in der Bruderschaft des Baumkuchens, wie fast jeder im Dorf. Damit wollen sie die Tradition des Baumkuchens erhalten, der typisch für die Region ist. Weil die 50 Kilogramm Teig in keinen Ofen passen, backen sie ihn über einem Feuer auf dem Marktplatz. Malou hat mir gezeigt, wie ich den Teig draufgießen muss. Es muss ein ganz dünner Faden sein, damit es später diese typischen Stacheln gibt. 9 Stunden lang dauert das Backen des XXXL-Kuchens. Dabei müssen die Dorfbewohner ihn ständig drehen und langsam den Teig draufträufeln. Der kritischste Moment ist der, wenn der Kuchen von der Form kommt. Wenn man da eine falsche Bewegung macht und der Kuchen zu weich ist, wenn wir ihn herausheben, kann er brechen. Der große Moment. Ist der Baumkuchen größer als im letzten Jahr? Da waren es immerhin stolze 2,10 Meter. Zwei Meter vierzehn. 4 Zentimeter mehr als im Vorjahr. Der Weltrekord ist aber nur geschafft, wenn der 50-Kilo-Kuchen aufrecht steht. Auf eure Positionen. Louis, du schiebst und wir anderen ziehen hinten. So einen Riesenkuchen stemmt man nur mit Teamwork und mit Feingefühl. Geschafft. Der XXXL-Kuchen steht. Und damit auch der Weltrekord. Stolze 2,14 Meter. Aber schmeckt er denn auch? Ja, schmeckt nach Rum. 50 Kilogramm Baumkuchen, das reicht für viele Dorfbewohner. Und für unseren Platz 1 im Food XXXL-Ranking.